Ja, damit sind wir direkt live bei Patricia Wiedemeier in Athen. Die Banken, Frau Wiedemeier, die bleiben ja noch bis Anfang nächster Woche geschlossen, genauso die Börsen. Die Geldautomaten spucken maximal 60 Euro pro Tag pro Person. Ja, wie kommen die Bürger mit diesen Einschränkungen zurecht heute? Naja, das ist noch schwer zu sagen. Also natürlich gibt es Schlangen hier vor den Geldautomaten, vor den Bankautomaten. Aber es ist ja erst seit gestern und es gilt für die Bürger, aber zum Beispiel nicht für die Rentner. Für die Rentner gibt es Sonderregelungen. Die können an bestimmten Banken sich ihre gesamte Rente auszahlen lassen. Also insofern hat man hier noch nicht die ganz große Panik, aber es ist ja auch erst der erste bzw. zweite Tag, an dem die Lage so prekär ist. Die Leute haben teilweise auch vorgebeugt. Also an den Tankstellen gab es lange Schlangen. Man hat Benzin gebunkert, man hat sicherlich Lebensmittel gebunkert, aber wie gesagt, die große Panik ist hier noch nicht ausgebrochen. Am Sonntag soll ja die griechische Bevölkerung darüber abstimmen, ob die von den Geldgebern vorgeschlagenen Sparmaßnahmen angenommen werden. Das Nein, lesen wir heute, steht sogar dann ganz oben auf dem Stimmzettel. Also erst Nein, dann Ja. Zeichnet sich da schon so etwas wie ein Meinungsbild ab? Das ist schwer zu sagen. Also die Regierung, die Tsipras-Regierung, empfiehlt natürlich hier den Griechen ganz klar mit Nein zu stimmen. Die EU, Juncker vor allen Dingen gestern, aber auch Kanzlerin Merkel, die appellieren jetzt natürlich an die Griechen mit Ja zu stimmen. Es gab am Abend, wie Sie ja eben auch gesagt haben, große Demonstrationen hier wieder pro Tsipras, pro Syriza. Aber es ist schwer zu sagen, wie die Stimmung ist. Andererseits formiert sich auch die Opposition, also die Bürgermeister von Athen und Thessaloniki zum Beispiel, wollen Informationskampagnen starten, um wirklich die Konsequenzen eines Euro-Austritts aufzuzeichnen. Es ist schwer absehbar, aber gestern bei unseren Zufallsumfragen hier waren die meisten eigentlich so, dass sie sagten, wir stimmen mit Nein. Aber wie gesagt, das sind immer Zufallsergebnisse. Angenommen, die Griechen stimmten für das Abkommen mit den Gläubigern, das würde ja eine radikale Partei wie Syriza förmlich zerreißen. Auch Ministerpräsident Tsipras hat gestern gesagt, er würde dieses Votum zwar respektieren, aber nicht umsetzen. Was hat das konkret zu bedeuten? Ja, so ganz genau weiß man das noch nicht, aber er hat ja eigentlich in seinem Fernsehinterview gestern das eigentlich ganz klar angedeutet, wenn die Griechen mit Ja stimmen, würde er nicht mehr auf Dauer Ministerpräsident sein, Regierungschef sein. Also ist davon auszugehen, dass er dann zurücktreten würde und es wahrscheinlich Neuwahlen geben würde. Das alles sind Spekulationen, aber wie soll er denn weitermachen, wenn das Volk ganz klar gegen seine Empfehlung, gegen sein Verhalten der ganzen letzten Monate, letzten Wochen und letzten Tage stimmt? Wie soll das machen, dass er dann als Regierung Reformen umsetzt, die er partout nicht haben will und gegen die er immer war. Also das ist kaum vorstellbar. Darf man denn davon ausgehen, Patricia, dass die ja proeuropäische Opposition in Griechenland, also die sozialdemokratische PASOK und die konservative Nea Dimokratia, dass die jetzt schon Morgenluft wittern? Zwei Parteien, die ja eigentlich nicht ganz unschuldig sind an der Lage, in der sich Griechenland jetzt befindet. Oh, das ist, im Augenblick ist hier alles schwer zu sagen. Also ob die Morgenluft wittern, es ist ja gar nicht sicher, dass die Griechen mit Ja stimmen. Also es kann gut sein, dass Tsipras eine Mehrheit kriegt und dann weitermacht. Und er hofft zum Beispiel, wenn die Griechen jetzt mehrheitlich Nein sagen zu diesen Reformvorschlägen, dass er dann erneut verhandeln kann mit der EU, dass er dann gestärkter hervorgeht und noch gestärkter auftreten kann dann in Brüssel. Er geht davon aus, dass er dann wieder neu verhandeln kann. Ob das so kommen wird, ob die EU das mitmacht, das sei mal dahingestellt, das weiß kein Mensch. Insofern ist das auch für die Opposition schwer zu sagen. Sie kann ja gar nicht davon ausgehen im Augenblick, dass sie bei dem Referendum die Mehrheit haben wird. Also ob die wirklich Morgenluft wittern, wage ich im Augenblick noch zu bezweifeln. Warten Aber wir es die gibt zum nächsten. Beispiel auch Gespräche. Ja. Okay. Warten wir die nächsten 5 Tage ab, Patricia. Am Sonntag ist es soweit und am Sonntagabend, denke ich, werden wir wissen, wie dieses Referendum ausgegangen sein wird. Danke, Patricia Wiedemeier, nach Athen.